Hallo, ich bin David Gatsche und ich möchte Ihnen ein spannendes Projekt vorstellen, das Sie zum Beispiel im Kunstwerkunterricht oder auch im Rahmen eines Musikangebots mit Kinder- oder Schülergruppen durchführen können. Ich selber habe das Ganze mit Grundschülern in Weimar ausgetestet. Und zwar geht es darum, echte Orgelpfeifen mit Kindern zu bauen und anschließend damit ein Musikstück zu spielen. Diese Orgelpfeifen nennen sich Mellowpipes und die Bausätze dazu kommen von Orgelbau Hüfken, wo auch mein Bruder und mein Cousin arbeiten. Die Projektvorbereitung beginnt damit, dass man sich erstmal ausreichend Mellowpipe-Bausätze holt. Die kann man sich unter mellowpipe.de bestellen. Dort gibt es auch eine Bauanleitung. Und ich zeige Ihnen mal, wie so ein Set aussieht. So öffne ich diesen Karton. Hier drin befinden sich insgesamt 16 Mellowpipe-Bausätze. Und zum Zusammenkleben kann man also entweder eigenen Leim verwenden oder man bestellt gleich den Bastelleim mit dazu. Das ist möglich. Für diejenigen, die gleich mit dem Musizieren starten wollen, auf das Bauen verzichten wollen, sind auch schon fertige Exemplare erhältlich. Und wie Sie sehen, ist jede Mellowpipe auf einen festen Ton gestimmt. Die Tonnamen sind werksseitig schon aufgeklebt auf den Mellowpipe-Bausätzen. Und die Farben, die orientieren sich an der gängigen Boombakers-Farbgebung. Vielleicht haben Sie ja auch schon mal mit Boombakers gearbeitet. Da können Sie ganz, ganz viele Sachen einfach auf die Mellowpipes übertragen und können dann nochmal eine ganz, ganz neue Klangfarbe ins Spiel bringen. Und zum Klingen bringt man die Pfeifen, indem man mit dem Mund hineinbläst und da kann man wunderschöne Töne erzeugen. Hier habe ich mein Projekt an der Louis-Fernberg-Grundschule in Weimar durchgeführt. Wir hatten erst einmal eine Gruppe von gut 20 Schülern, die sich angemeldet hatten. Sie denken jetzt vielleicht, dass das jetzt mindestens 1 bis 2 Tage gedauert hat, so ein Projekt durchzuführen. Aber es ist wirklich so, dass man das an einem Vormittag durchschafft. Das Projekt wäre aber auch gut geeignet für eine ganze Projektwoche. Wenn Sie zum Beispiel eine Themenwoche rund um die Orgel durchführen wollen, können Sie das damit machen. Oder wenn Sie ein kleines Mellowpipe-Programm mit mehreren Musikstücken bis zur Aufführungsreife für einen Auftritt einstudieren wollen, dann sollte man sich auch mehrere Tage dafür Zeit nehmen. Und der erste Schritt war, dass wir den Raum vorbereitet haben. Das sehen Sie in dem nächsten Video. Wir haben Mellowpipe-Bausätze an den Tischen verteilt, alle Einzelteile in derselben Anordnung. Das erleichtert das Erläutern der einzelnen Arbeitsschritte dann immens. Und am Ende hatte jedes Kind seinen eigenen Arbeitsplatz mit seinem Mellowpipe-Bausatz drauf. Was noch wichtig ist, wenn Sie ein Video machen, achten Sie darauf, dass Sie sich eine Einverständniserklärung der Eltern holen und dass Sie die Kinder im Raum so aufteilen, dass Sie die YouTube-Kinder schön filmen können und das Ganze dann auch benutzen können. Also die YouTuber gehen dahinter. Okay. Nee, das ist ja nicht YouTuber. Das kann auch gefilmt werden, aber nicht ins Internet gestellt werden. Ich habe dann mit Sally angefangen und sie auf meinen Schoß gesetzt. Das ist übrigens meine Puppe, die mich kennen wissen, dass es ein Markenzeichen von mir ist. Ich benutze sie gerne, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu bekommen. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Und ich habe hier einen Song, den die Kinder am Ende des Projekts mit den Pfeifen begleiten, schon einmal die Sally auf ihrer Ukulele spielen lassen. Am Ende hat Sally dann noch auf den Pfeifenbau übergeleitet und durfte dann wieder von der Bildfläche verschwinden. Zuerst habe ich den Kindern die einzelnen Arbeitsschritte demonstriert, wie man die Pfeife bauen kann. Mich haben noch 3 Erzieher dabei unterstützt, was sehr hilfreich ist, da die Kinder doch mal Hilfe beim Bauen brauchen und der Leim sehr schnell abbindet. Und da kann man sich auch keine 10 Minuten Auszeit zwischendurch mal gönnen, sondern die Kinder müssen alle Arbeitsschritte in einem Ritt durchziehen. Der Pfeifenbau beginnt damit, dass die kleinen Rillen des Pfeifenboots mit Leim benetzt werden. Danach wird der Pfeifenkern eingesetzt. Nachdem man mit den Seitenteilen ebenso verfahren ist, wird der Pfeifendeckel geleimt und aufgesetzt. Dann kommt zum Schluss der Vorschlag drauf. Das Ganze wird durch Gummi stabilisiert.
Die sind auch im Bausatz mit dabei. Und dann werden nur noch die überschüssigen Leimreste mit einem feuchten Lappen entfernt und dann ist die Pfeife fertig zum Trocknen. Man kann als Resümee ziehen, den Kindern hat das Projekt große Freude bereitet. Es wird daran deutlich, dass einige gleich noch eine zweite Pfeife bauen wollten. Das haben wir dann auch machen lassen. Diejenigen, die zuerst fertig waren, haben sich dann noch schnell einer der letzten verbliebenen Bausätze ergattert. Wenn man da so ein bisschen eingearbeitet und eingeübt ist, bekommt man das Ganze mit Anleitung, Demonstration der einzelnen Arbeitsschritte und dem Selbstbau in 30 Minuten hin. Das Schöne ist, der Leim bindet ganz schnell. Bereits nach 10 Minuten ist so eine Pfeife spielbereit. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie man Musik mit den Pfeifen macht. Der erste wichtige Punkt ist, dass vor dem Musizieren alle Pfeifen Tonhöhen sortiert und griffbereit bereit liegen. Hier sortieren wir gerade die Pfeifen. Die Kinder hatten da gerade Pause. Im späteren Verlauf mussten die Kinder dann selber ihre Pfeifen an die richtige Stelle zurücklegen. Und wir haben das so gelöst, dass wir diese Ausdrucke auf die Tische gelegt haben. Das sind die Farbpunkte und Tonname so drauf, wie sie auch auf den Mellowpipes aufgeklebt sind. Die Kinder mussten dann nur noch ihre Pfeife auf den richtigen Farbpunkt legen und dadurch hatten wir automatisch eine Sortierung nach Tonhöhe und Tonname und das hat sich absolut bewährt. Für die Musizieraktion haben wir die Projektgruppe in zwei Teilgruppen von jeweils 10 Kindern gesplittet. Zuerst war die YouTube-Gruppe dran, die wir filmen durften und die hier gerade den Musikraum betritt. Die anderen hatten in der Zwischenzeit eine Projektpause und wurden so lange durch andere Erzieher betreut. Schüler haben wir dann in einen Halbkreis setzen lassen. Dadurch konnte ich mich gegenüber positionieren, hatte alle Kinder im Blick und konnte von da aus auch alle dirigieren. Der nächste Schritt war, dass wir die Mundstücke verteilt haben. Im Verlauf des Angebots haben die Kinder ja ihre Pfeifen nochmal gewechselt und aus hygienischen Gründen war es eben ganz wichtig, dass man das mit dem Mundstück eben nicht macht und deswegen haben wir das separat vorher ausgegeben. Damit wir die Pfeifen nachher tauschen können, ist diese Mundstücke, beziehungsweise die Pfeifenfüße, jeder von euch bekommt einen Pfeifenfuß und wenn wir dann die Pfeifen tauschen und zurücklegen, erhält jeder sein Mundstück. Das kann man wieder rausmachen. So, hier hinten darf jeder sich erstmal ein Mundstück nehmen. Ja. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor man die Pfeifenkörper an die Kinder ausstellt, dass man ihnen erklärt, warum sie gegebenenfalls nicht ihre eigene Pfeife bekommen. Es ist so, dass Kinder mit ihrer eigenen Pfeife spielen wollen, das ist auch absolut verständlich. Einige Kinder haben in der Pause genau das signalisiert, aber es gibt eben Lieder, wo nicht alle Töne vorkommen und wenn dann einige Kinder nicht spielen dürfen, dann gibt es Frust und Unruhe und Sie kennen das ja selber, wie das ist, wenn Kinder nichts zu tun haben. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe den Schülern auf einer Leinwand den Orgeltisch gezeigt und erklärt, dass die Töne dann nicht wild durcheinander, sondern Tonhöhen sortiert angeordnet sind. Und das Gute beim Klavier ist, oder bei der Orgel, die Tasten sind geordnet nach der Tonhöhe. Ganz links klingt tief und ganz rechts klingt hoch. Und das ist jetzt der Grund, warum ich auch bei euch jetzt die Pfeifen ordnen muss nach der Tonhöhe. So, und dann machen wir das so. Ganz links von euch, das sind ja die tiefen Töne, beim Klavier auch. Und rechts sind die hochklingenden Töne. Und tief, das sind die Pfeifen, die ganz groß. Und hochklingen. Das Schöne bei uns war, dass die Kinder den Vorschlag gleich akzeptiert haben. Jetzt mussten wir nur noch die Pfeifenkörper verteilen und da trat dann das nächste Problem auf. Unser erstes Musikstück hatte 8 Töne, wir hatten aber insgesamt 12 Spieler. Und da habe ich entschieden, dass einige Töne einfach doppelt ausgegeben werden. Das habe ich mir überlegt, als alle Teilnehmer saßen und dann hatte ich einen Überblick. Die Pfeifenkörper habe ich von tief nach hoch in Sitzreihenfolge ausgegeben und dabei spontan entschieden, welche Töne doppelt klingen und dementsprechend welche Pfeifen ich doppelt ausgebe.
Es galt nur noch, den Kindern zu zeigen, wie man das Mundstück mit dem Pfeifenkörper verbindet. Ich demonstriere Ihnen das noch einmal. Das ist nicht schwer. Man nimmt die schmale Öffnung des Mundstückes, führt diese in die Öffnung des Pfeifenkörpers hinein, dreht das Ganze noch etwas hinein und schon ist die Pfeife spielbereit. Danach durften alle Kinder ihre Pfeifen erstmal ausprobieren und austesten und wild durcheinander spielen. Vielleicht stellt sich einigen von Ihnen die Frage nach der Sinnhaftigkeit von solchen Ausprobieraktionen. Man muss sich vor Augen führen, wenn die Kinder dann ein einstimmiges Lied mit Mellow Pipes spielen, dass immer nur ein Ton klingt. Alle anderen schweigen. Das heißt, die meiste Zeit sind die Kinder nicht mit Spielen, sondern mit Warten beschäftigt, ohne dabei abschalten zu dürfen. Das ist also ein konzentriertes Warten, ein konzentriertes Beobachten, Nachverfolgen, was die anderen Spieler gerade machen. Und nur wenn man Anteil am Spiel der anderen nimmt, verpasst man seine eigenen Töne nicht. Und an solche Prozesse muss man die Kinder dann mitunter behutsam ranführen. Wenn sie aber jetzt zum allerersten Mal ihre gerade getrockneten und selbstgebauten Instrumente in der Hand halten, also wo es einen ganz engen, persönlichen und somit auch emotionalen Bezug gibt, und dann besteht die erste Aktion wieder nur aus Warten und darin, die Entdeckerneugier im Keim abzuwürgen und zu ersticken. Also das kann man aus pädagogischer Sicht hinterfragen. Und aus diesem Grund, und das ist meine tiefste Überzeugung, macht es vor den ersten konzentrierten und durchstrukturierten Arbeitsweisen absolut Sinn, wenn die Kinder von mir aus auch nach Lust und Laune mal ihre Instrumente austesten, ausprobieren dürfen. Bevor man mit den ersten Liedern beginnt, muss man den Kindern erstmal die Mellowpipe-Notation erklären. Das wäre also der nächste Punkt, der ansteht. Übrigens können Sie sich eine Reihe an Materialien kostenlos unter mellowpipe.de musizieren herunterladen. Ich habe in meiner Beamer-Präsentation das so gemacht, dass ich zuerst die C-Dur-Tonleiter oben in Standardnotation für Schüler mit Notenkenntnisse dargestellt habe und unten dazu die Mellowpipe-Notation. Damit man das ein bisschen einfacher sehen kann, gibt es noch eine grafische Notation. Schaut mal. Und für jeden Ton gibt es eine Zeit. Hier unten, das ist der tiefe Ton, was ist das? C. Der Vorteil der Tonleiter ist, dass alle Töne nach der Tonhöhe geordnet sind und alle Kinder nacheinander in Sitzreihenfolge dann spielen. Das ist sehr einfach. Wir sind dann jeden Ton durchgegangen nacheinander. Jeder Ton wurde sofort angespielt und jedes Kind hat dabei gelernt, welcher Ton sein eigener Ton ist. Das ist dann eure Pfeife, dann macht mal. Also ihr merkt euch, eure Töne sind immer unten, ja? Oder rot. So, dann dein Ton, das ist dann hier. Genau. Dann den nächsten Ton, das ist der Ton E, seht ihr auch. Wir hatten auch ein paar Erstklässler drunter, die noch nicht alle Buchstaben kannten und die haben das dann über die Farbe rausbekommen. Danach habe ich die Zählzeiten auch mal ganz kurz erwähnt. Das ist ja auch wichtig, die Töne in den Stücken haben ja unterschiedliche Notenwerte und sind auch unterschiedlich lang. Was sich bewährt hat, mit der einen Hand auf die Mellowpipe-Noten zu zeigen und bei Bedarf, das ist also nicht immer der Fall, aber bei Bedarf mit der anderen Hand auf die Kinder, die gerade spielen sollten. Und damit wissen die Kinder noch einmal zusätzlich, wer gerade dran ist. Nachdem die Noten klar waren, haben wir erst einmal ein paar weitere Übungen gemacht. Wir haben die Tonleiter auch mal rückwärts gespielt. Dann war es aber auch wichtig, die Kinder an erste Rhythmisierung ranzuführen. An dieser Stelle spielen die Kinder ihre Töne zweimal. Wunderbar! Schön! Dann haben wir Viertel- und Achtelnoten gewechselt. Ein langer Ton und dann kommen zwei kurze Töne. Eins, zwei und... Und anschließend die rhythmische Komplexität noch einmal gesteigert. Kommt auch eine Stufe drauf. Schaut mal, jetzt kommt ein langer Ton und dann laute Kotze. Aber jeder spielt mal einen Ton. Lang. Kopf. Ich hatte zwar noch weitere Übungen vorbereitet, aber dann auch gemerkt, dass die Kinder keine Lust mehr auf diese trockenen Tonleiterübungen hatten. Das mache ich also meistens so, dass ich mehr Material vorbereite, als ich dann am Ende verwenden kann.
Situativ entscheide ich, was ich mit reinnehme, was da Sinn macht. Und ehe man dann zum Mellowpipe-Spielverderber wird, dann sollte man doch mit gutem Gewissen auch mal Dinge weglassen, selbst wenn man da viel Vorbereitungszeit auch verwendet hat und reingesteckt hat. Kommt dann irgendwann nochmal der Zeitpunkt, wo man das dann verwenden kann. Und wir sind dann direkt ins Liedspiel eingestiegen. Das erste Lied war In meinem kleinen Apfel. Hier sehen Sie den Text und die Noten. Die haben wir so per Beamer an die Leinwand geworfen. Wir haben die erste Strophe erst einmal gemeinsam gesungen und nicht gleich mit den Mellowpipes gespielt. Erst nach dem Singen haben wir die Mellowpipe-Noten dargestellt und das Stück abschnittsweise geübt. Sie können sich meine PowerPoint-Folien auf mellowpipe.de herunterladen. Dort finden Sie dann eben nicht nur die Gesamtstrophe, sondern auch die einzelnen Abschnitte drin, die wir auch geübt haben. Wenn ein neuer Abschnitt eingeführt wurde, sind wir alle Töne ohne zu spielen durchgegangen. Dabei hat jedes Kind, das in diesem Abschnitt dran war, auf seine Pfeife gezeigt oder den Arm gehoben. Und nach dem F kommt dann das E. Das heißt, das Stückchen spielen wir mal. Und es geht mit Zählzeit 4 los. Ich zähle bis 3 und bei 4 leite dann dran. 1, 2, 3, und nachdem jeder Spieler wusste, welcher Ton zu ihm gehört, haben wir diesen Abschnitt mit den Mellowpipes mehrfach durchgespielt. Sehr schön, dann nochmal. Ich spiele an. 1, 2, 3. Und je nach Übefortschritt nach und nach das Tempo erhöht. Und so sind wir auch mit den anderen Abschnitten verfahren, bis am Ende wir dann die Einzelteile miteinander verbunden und das Lied im Zusammenhang gespielt haben. Schön, so. Dann ging es mit einem zweiten Lied weiter, nämlich Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider. Das haben wir genauso wie das erste Lied einstudiert. Die Besonderheit war nur, dass ich das Lied mit der Gitarre begleitet habe. Und das ist vielleicht interessant für Sie, wenn Sie Lieder mit Gitarre im Stehen oder Laufen begleiten. Sie können dabei mit dem Gitarrenkopf auf die Mellowpipe-Noten zeigen. Die Gitarre sind auch gezeigt, wo das sind, ne? 3, 4. Die Kinder hatten nach diesem Lied immer noch nicht genug. Oder wollte noch eine Sache? Und deshalb wollte ich zum Schluss noch etwas Neues ausprobieren. Und zwar, wie das wirkt, wenn die Kinder Harmonien mit Mellowpipes zum Katzenklo spielen. Das war mein selbst komponiertes Lied, das ganz am Anfang meine Sally mit den Kindern gespielt hat. Die Schüler kannten es also schon. Die Kinder sollten also die Akkordbegleitung des Katzenblues, wo bei jedem Akkord 4 Töne gleichzeitig klingen, mit den Mellowpipes umsetzen. Das war das Ziel. Und dazu wurden dann auch neue Töne benötigt und bestehende Pfeifen mussten umverteilt werden. Und der erste Schritt bestand darin, dass alle Kinder ihre Pfeifen auf den entsprechenden Farbpunkt auf den Ablagetisch zurückgelegt haben. Mundstück ausmachen, Pfeifen einfach zurücklegen. So, jeder an der richtigen Stelle. Dort ist C. Anschließend habe ich die Akkordfolge des Katzenblues an die Tafel geheftet. Da das Lied 3 verschiedene Akkorde enthält, bestand die Idee darin, für jeden Akkord wird ein Team aus jeweils 4 benachbarten Spielern gebildet. Das heißt, wir machen jetzt 4er-Teams. Wir haben einmal Team Gelb, Team Blau und Team Rot. Ich habe dann jedem Team ein Farbblatt zu Füßen gelegt. 1, 2, 3, 4. Ihr seid Team Blau. Das ist das D-Team der Kurbel. Jedes Farbblatt hatte die gleiche Farbe wie die Akkorde an der Tafel und dadurch wusste jedes Team dann seinen Akkord. Und dann haben wir die Pfeifen völlig neu vergeben. Dazu habe ich jedes Team einzeln nach vorn geholt. Das ist der A7-Akkord. Das heißt, ihr kommt mal zuerst nach vorne. Pfeife Nummer 1. Dadurch, dass alle Pfeifen durch die Kinder sofort Tonhöhen sortiert auf den Ablagetisch zurückgelegt worden sind, konnte ich gezielt nach den Einzeltönen der Akkorde greifen und an die Spieler dann ausgeben. Und der Verteilprozess ging dadurch zügig und geordnet vonstatten. Die Akkordtöne hatte ich dabei im Kopf. Und wenn sich da jemand von Ihnen nicht ganz so sicher fühlt, der kann ja einfach so einen kleinen Klebezettel mit diesen Informationen an den Mellowpipe-Ablagetisch heften und dann klappt das auch problemlos.
Wir haben dann die Teams abwechselnd ihre Akkorde spielen lassen. Dabei konnten sich alle an der Akkordfolge an der Tafel orientieren. Zusätzlich habe ich meine Gitarre auch zur Eigensatzgebung genutzt. Ich habe also immer auf die Gruppe auch gezeigt und diese Richtung gespielt, die gerade dran waren. Und zur rhythmischen Stabilisierung habe ich den gleichen Rhythmus mit der Gitarre wie die Mellowpipes gespielt. Erst später habe ich in der einen Gruppe dann das Anschlagschema auch nochmal gewechselt. Das zweite Projektteil ging auch eine knappe Unterrichtsstunde in jeder Gruppe. Ich muss sagen, es war ein richtig cooler Tag mit Kindern. Ich durfte wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. Ich bin sehr, sehr dankbar allen Erziehern der Louis-Fernberg-Grundschule, die sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt waren und mich da tatkräftig unterstützt haben. Und als Ausblick, vielleicht ist das ja was für Sie, dass man mal eine ganze Themenwoche zum Thema Orgel. Sie könnten dann mit den Kindern die Mellowpipes bauen, Musikstücke einstudieren. Sie könnten in eine Kirche oder einen Konzertsaal gehen, so eine Orgel besichtigen. Ich selber habe den Schülern in meiner Präsentation verschiedene Orgeln gezeigt, auch wie sie von innen aussehen. Aber wenn man direkt vor Ort ist und das richtig anfassen und auch spüren und hören kann, ist ja was ganz anderes. Ich denke, da kann man richtig was draus machen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir von Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben, lernen könnten. Also Sie können uns da gerne auch eine Mail unter info@mellowpipe.de schreiben, wo es Probleme gab, wo Sachen gut funktioniert haben, wo Sie noch Ideen haben, wie man Sachen besser konzipieren könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Mellowpipe-Erfahrung. Ciao.